damit ein herzliches Willkommen zurück beim Fußballmanager 2019 in der Karriere mit dem FC St. Pauli. Es ist immer schön, wenn ich das Spiel aufmache und was ich sehe, sind diese vielen grünen Haken. Ist es nicht toll? Ich find's fantastisch. So, Aufnahme läuft. Wir sind wieder full focus dabei. Das ist passiert. Okay, das liegt vor uns. Es ist Weihnachten, Jungs. Es ist Weihnachten. Aber das ist das, was jetzt erstmal hinter uns liegt. Es gab hier das Spiel gegen Dresden. Das Spiel gegen Bochum liegt auch schon hinter uns. Und das ist halt ganz einfach eine Leistung gewesen. Also das kann Textmann so einfach nicht hinnehmen. Das ist so mitnichten akzeptabel. Und deswegen, muss es jetzt eine Reaktion geben gegen Greuther Fürth. Das Training in dieser Woche. Da könnt ihr aber mal Gift drauf nehmen. Das Training in dieser Woche wird fitnessheftig. Es wird für den Rest des Dezembers heftig. Um zu zeigen, Leute, so eine Leistung, ne. So eine Leistung geht nicht. Und wenn wir mal auf die Tabelle schauen. Also es ist ja alles insgesamt schon noch okay. Die 6 Punkte Vorsprung vorm HSV. Es sind aber auch gleichzeitig 6 Punkte Vorsprung vom Nicht-Relegationsplatz. Also immer ein bisschen auf die Bremse treten. Wir brauchen alles an Punkten, was es gibt. Und müssen auch wirklich alles dran setzen, dass wir entsprechend auch da oben bleiben. Denn sonst, bringt das alles ziemlich wenig. So, Trainingsintensität hart. Genauso finde ich das gut. So, Bürogebäude ist abgeschlossen. Das heißt, wir können uns um den Scout kümmern, der ja noch jetzt auf der Liste stand bei uns. Wir haben jetzt, jemanden, der Joao Felix beobachtet, sehr gut. Und einen Scout stellen wir uns jetzt noch ein. Nicolas Weidenbach, Nico Fitz, Christian Baumann. Komm, wir fragen einfach mal. Allgemeines Scouting, ja, die können alle gut allgemein scouten, ne? Kann nur irgendjemand was anderes außer allgemein scouten? Talenteinschätzung, ja. Ja, nee, dann nehmen wir einfach mal hier allgemeines Scouting 95, Christian Baumann. Her damit. Aber direkt mal langfristig binden und dann passt das doch so. Und dann haben wir vielleicht jetzt mal noch jemanden, der uns ein Stück weit dann helfen kann. So, Joao Felix wird weiter und weiter beobachtet, aber krass. Das ist tatsächlich krass. Joao Felix, der Spieler hat von seinem aktuellen Verein die Nase voll. Transferbudget 2,9 Millionen. Wir können ihn dann nicht wirklich glücklich machen, ne? Vorteile ihres Teams. Bessere Entwicklungsmöglichkeiten, Integration scheint einfach, höheres Mannschaftsprestige, gute Stimmung. Nachteile, viel Ärger in der Mannschaft, unerfahrener Manager und größerer Konkurrenzkampf auf seiner Position. Man kann ihn ja für nächste Saison verpflichten. Also, nein. Wir behalten das mal im Auge und hoffen, weil es wird halt viel Konkurrenz geben, dass uns den keiner wegschnappt. So, Siegprämie gegen Greuther Fürth. Pokalprämie fürs Erreichen der nächsten Pokalrunde. Die zweite Mannschaft ist weitergekommen, gab es nochmal 100.000. So, Scouting von Joao Felix abgeschlossen. Greuther Fürth ist beobachtet und gestalkt. So. Und dann kommt jetzt auch das Spiel gegen Fürth gleich. Dann lass mich doch mal schauen, wie wir es scoutmäßig anstellen. Levin Ajicek, okay, gut zu wissen. Beziehungsweise wie wir es taktikmäßig einstellen aufgrund der Scout-Beurteilung. Aber die Scout-Beurteilung hat uns mal so gar nicht weitergeholfen. Gibt's denn noch? Roberto Hilbert. Wo wir Leverkusen gespielt. So. Wie spielen wir gegen dieses System? Minks nimmt Peter Fuel mal in die Obhut. Und ich möchte, dass Knoll sich um Mladic kümmert. So. Dann ist der nämlich ausgeschaltet ein Stück weit.
Ansonsten fallen mir jetzt gerade hier nicht so wirklich irgendwelche Schwächen auf. Deswegen ja, werden wir hier mal nichts weiter dran verändern. Bank und so weiter, das kann so bleiben. Bernd Nerich könnte man wieder in den Kader aufnehmen. Ja. Ja, für. Für wen? Ja, alle verletzt, ne? Für wen nehmen wir ihn denn mit? Für Flum? Dann könnte man hier Knoll und Nerik spielen lassen. Ja, so in die Richtung. Das ist halt immer noch dieser rechte Flügel, der wurmt mich halt noch so ein bisschen. Da musste man tatsächlich mal schauen, wie wir das noch in den Griff bekommen. Rechter Flügel. Ah, kann der gute Joao Felix nicht. Er kann linker Flügel, aber rechter Flügel wäre wichtig. So. Nicht nochmal so eine Leistung wie gegen Bochum. Das ging nämlich echt gar nicht. So, Joao Felix Stufe 7. Der ist halt eine 70 mit 19. Marktwert 2,2 Millionen. Kann ich mir einen Kredit aufnehmen und davon Joao Felix kaufen? Bitte. 1,8 Millionen darf ich erhöhen. Das wird uns nichts bringen, ne? Ich gehe mal auf 4,6. Ja. Ja. Jetzt könnte ich vielleicht bei den Budgets noch ein bisschen was hin und her schieben. Mit 4,6. Warum denke ich jetzt die ganze Zeit über Joao Felix nach? Weil es halt schon krass wäre, den zu haben. Oder? Also, für nächste Saison so mäßig. Millionen sind akzeptabel. Nochmal 3,7 Millionen. So, und für den Weiterverkauf gibt es 10%. So. Machen wir einfach mal. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht mache ich auch gerade komplette Grütze. Aber ich durfte mir schon in der Werder-Karriere keinen Joao Felix kaufen. Dann gönnt mir das da wenigstens mal jetzt. So, was machen wir, wenn wir gute Spieler kaufen? Golf spielen. So. Speichern und dann ins Spiel gegen Fürth reingehen. So. Textmann, Textmodus. Geht raus, spielt ordentlich Fußball. Und spielt bitte vor allem konzentrierten Fußball. Erste Ecke nach 2 Minuten, das gefällt uns doch. Was passiert bei dieser Ecke? Buchtmann, Marvin Knoll aus 10 Metern weit drüber geköpft. Millern-Tor bebt aber. Komm schon. Torwart verschätzt sich. Hinter ihm steht Petzos, der klärt zur Ecke. Marvin Knoll geht schmerzverzerrt zu Boden. Ist hoffentlich nichts weiter passiert. Nächste Chance für uns. Uns gehört die Anfangsphase. Okay, nächste Chance. Cenk Şahin. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Kein Elfmeter für uns. Ja. Draufgehen. Fürth ist gerade nicht ganz auf der Höhe. Diamantakos im Abseits. Sieht der Schiedsrichter nicht? Doch, okay, gut. Nächste gelbe. Reuter Fürth muss ja echt kämpfen. Dann wäre es wichtig, dass wir uns belohnen mit dem Tor. Der Nerich verfehlt das Tor. Jetzt mal eine Chance für Reuter Fürth. Weiter drauf gehen. Keinen Platz lassen.
für Fürth. Diamantakos bringt den Ball aufs Tor, aber Torwart wird zu einer guten Parade gezwungen. Himmelmann ist da. Komm schon. Oh nein. Nein. Genau den wir beobachtet haben, beziehungsweise den wir auf der Liste hatten. Nach so einer Halbzeit mit 1-0 hinten zu liegen, ist halt super ärgerlich. Das ist halt super ärgerlich. Ihr könnt das besser. Ihr könnt es definitiv besser. Kommt jetzt, ey. Drauf und dann macht mal was jetzt. Erste Chance in der zweiten Halbzeit. Marvin Knoll bringt den Ball Richtung Tor, aber der Torwart steht wieder goldrichtig. Sascha Burchert, ey. Nächste Chance, komm. Die Fahne ist oben. Oh. Abseits. Tor zählt nicht. Spielen offensiver. Müssen offensiver spielen. Hilbert. Oh. 2-0. Es ist so unglücklich. Es ist so unglücklich. Klar, auch ein Stück weit Unvermögen, aber es geht eigentlich nicht. Es geht eigentlich nicht. Ja, was können wir machen, außer voller Angriff? Es ist super bitter. Wir haben die meisten Chancen und Fürth kommt gefühlt 2-3 Mal vors Tor und führt 2-0. Dieser Spielstand ist gemessen am Spielverlauf ein Witz. Alagui nutzt die Verwirrung. 2-1. So. Geht da noch was? Mit einem Punkt wäre ich nach dem 2-0 ja beinahe zufrieden. Welch ein Einstand für Sean Parker, der das 3-1 macht. Das ist anstrengend. Das ist gerade anstrengend. Aber woran liegt es? Woran liegt es? Ist der 14. Ist der Tabellen 14. Jetzt 12. Und Sascha Burchert ist auch der krasseste Torwart Europas gefühlt. Quatschspiel. Absolutes Quatschspiel. Ja, jetzt sind es nämlich nur noch 3 Punkte vorm HSV. 10 Punkte hinter Köln. Köln können wir abhaken. Es geht darum, diesen zweiten Platz irgendwie zu halten. Das dazu.
World Player Gala 2018 und gewonnen hat Mario Gomez. Ah, fast. So, Joao Felix. Muss auf jeden Fall einige Male spielen. 4 Jahre. Grundgehalt ist auch voll wenig tatsächlich. Bei einem Nichtaufstieg möchte er gehen. Ja. Ja. Well. So. Das sind also unsere Vertragsparameter. Ja, haben wir jetzt gleich einfach Joao Felix oder was?